Heute zeige ich Ihnen etwas aus der wilden Natur. Es ist Pfingsten, die Blumen sind am Blühen, fast schon fertig, wie man hier sehen kann. Und ich zeige Ihnen hier den jungen Honigsammler. Obwohl, das ist doch ein Männchen, der geht doch bestimmt gar nicht aus dem Haus, oder? Ich ja auch nicht. Ich habe mir aber so einen Pulli angezogen, ein bisschen wie Willi. Willi Haimo, 19, weiß nicht, 76 oder 78, ja, aus dem Haus Haimi. Hier kann man es lesen, aber nicht so gut. Haimo, nicht Haimi. Willi Haimi. Vertan. Grüne Ablagerung, ich weiß nicht, wovon kann man es ergreifen? Ne, bleibt da. Ja, sehen Sie es? Macht nichts. Hinten kann man gut sehen, wo die Flügel mal eingehängt waren und festgeklebt. Ja, er hat sie aber schon abgelegt. Er braucht ja eh nicht fliegen. Wie gesagt, ist auch ein Männchen. Also kann nochmal gut ja, ein bisschen mehr von vorne zeigen. Lustig ist im Vergleich, hier ist die Maya, die ich Ihnen schon zeigte. Hier die Fühlerspitzen, Antennen will ich sie mal nennen. Die haben, nee, bei Bienen sind es Fühler, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Will Ihnen nichts Falsches erzählen. Zumindest, ja, der faule Willi, der hat braunes Haar und braune Fühlerspitzen. Und Maya, ballond und blonde Fühlerspitzen. Kann man das sagen? Blonde Fühlerspitzen. Naja. Das war's.